So, willkommen zurück zu Let's Play Doom 3. Wir sind jetzt im Level 13 Part 2. Wir merken, dass der Schwierigkeitsgrad anzieht. Und ich möchte gerade wissen, was auf der anderen Seite ist. Das Spiel war sonst eigentlich immer linear. Also vermute ich mal, dass die andere Seite... Welche war das überhaupt? Ich glaube die, ne? Ja. Nicht großartig irgendwo unendlich weitergeht. Aber hier ist Krankenhaus. Oh, geil. Krankenhaus. Yeah. Access suspended. Code orange. Aha. Okay. Da komme ich nicht weiter. Das siehst du wohl. Haben wir also recht gehabt. Das Spiel war bisher immer linear und das wird es doch immer bleiben. Das finde ich auch gut so. Das macht mir die Entscheidungsfrage, wo ich hin muss, nämlich einfacher. So. Aua. Ich weiß doch, warum ich mich eben schon wieder so viel treffen lassen habe. Weil ich wieder meine Rennfunktion nicht nutze. Ach, ich werde das nie lernen. Ich werde das nie lernen. Wo war mein Krankenhaus? Krankenhaus? So. Wie viel Krankenhaus ist denn da jetzt noch? 32. Na, nun lauf schon. Wo kam ich jetzt her? Ah ja, hier. Instinktiv richtig erinnert. So. Speichern. Hast du da noch was drin? Ja, ein paar blutverschmierte Handgranaten. Aber sonst ist da nichts. Oh, ein Faddy. Na, dein Arm müsste wehtun. Hier wird gleich noch mehr wehtun. So schön deinen zarten Bauch rein und so, ne? Wie du jetzt auf dem Imp liegst, so geil. Na, was macht ihr beiden denn da? Sieht echt interessant aus. Oh, noch ein Das ist echt der Hammer. Das meine ich, ne? Das meine ich die ganze Zeit. Erst kriegt man hier voll die Helfschwierigkeiten. Und jetzt ist hier so, ne? Ein Krankenhaus nach dem anderen. Das finde ich immer so witzig an Doom 3. Oh, da ist einer nicht mit einverstanden, dass ich das gemacht habe. Ja, ich war trotzdem zu blöd dafür, die auszuweichen. Aber ich weiß jetzt, was mir blüht. Und daher gehen wir doch da mal da Motorsäge hin, ne? Das auch nicht funktioniert. Wo ist der zweite Imp? Wo zur Hölle ist der zweite Imp? War noch zwei? Hä? Hä? Das waren doch eben zwei Imps. Wo ist der zweite Imp hin? Hm. Dann ist es diesmal nur einer. Soll mir auch recht sein. Du fliegst also wieder. Das ist doch vorzüglich. Das finde ich gut. Leider sehe ich das nur immer nicht. Vielleicht muss ich mal eine 180er-Wende machen, wenn du fliegst.
Naja, ich glaube, ich sollte es lassen, ne? Aber ich wollte das auch nicht mehr sehen, wenn der fliegt. Oh Mann. Vielleicht warst du ja eben der Imp und bist diesmal ein Zombie. Anders kann ich mir das nicht erklären, wo der zweite Imp denn ist. Aber die kamen ja eigentlich da hinten beide raus. Naja, wie gesagt, muss man nicht verstehen. So, weiter geht's. Da könnte man ja auch eigentlich nochmal mit der Säge durch, ne? So, ne? Damit man auch sicher gehen kann, dass die tot sind. Das weiß man ja nicht, ne? Bei Zombies, ne? Kann ja sein, dass sie wieder aufstehen. Ja gut, bei Doom 3 nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, lass mich mal durch hier. Wah, ah! Lad nach. Noch mehr von euch? Oder habe ich jetzt die Ruhe von euch, Kandidaten? Ich glaube, ich habe von euch Kandidaten meine Ruhe jetzt. Da liegen noch ein paar Clips. Und ich stelle fest, mein Pullover hat wieder ganze Arbeit geleistet. Er hat so richtig gut funktioniert. Oh, ich höre schon wieder so einen scheiß Revenant. Fuck, da kommt er. Sind aber verfluchte Biester hier. So, Krankenhaus. Schnell zu meinem Krankenhaus. Weil... Wer weiß, was alles noch so kommt, ne? So. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ne, das ist ja altbekanntes Land hier. Ich muss jetzt zu meiner Kammer noch unten. Ja. Oh. War ja klar. Oh, oh, oh. Oh, ne! Das muss ich komplett anders angehen. Das ist ja scheiße. Den muss ich ja komplett anders angehen. Die laden wir mal nach. Speichern das Ganze. Und dann... Weil dann brauchst du nicht nachher nochmal nachladen, falls es fehlt. So, das speichern wir auch nochmal. Ah, beweg dich. Gut, das war jetzt ein bisschen auf Hals über Kopf mit Gewalt, aber das speichere ich jetzt einfach mal. Weil wir haben ja hier noch ein Krankenhaus. Und dann... Guck mal, also ich glaube, das Krankenhaus da hinten hat auch noch was. Aber so langsam wird mir klar, warum hier so viel Krankenhaus ist, weil hier auch ganz schön viele Viecher noch nachkommen. Ah, ja. Also diesmal doch nicht so unlogisch. Oh, ich sollte meine Ausdauer mal wieder ein bisschen, so langsam ein bisschen doch zu neigen. So, machen wir einen Abgang hier hin und dann speichern wir das Ganze. Machen wir die Plasma noch. Ah, die ist schon voll, das ist gut. Ja, wollen wir mal gucken, was hinter dieser tollen Tür ist. Aua. Ich glaube, der hat gesessen. Der hat wirklich gesessen, volle Kante. Na, das ist doch schön. Nicht ausruhen. Ausruhen ist nicht. Was ist das für Geräuschkulisse hier? Ich find's aber wirklich phänomenal, dass das Skelett auch blutet. Das ist echt cool.
Jo, dann wollen wir mal hier weiter. Wow, ich sehe nichts. Licht an. Ich brauch Licht. Jo. Was bist du? Nee, oder? Diese Viecher wollen mir jetzt aber gar nicht gefallen. Der Hass kommt ja schon auf die erste Sekunde hier. Was sind denn das für komische Viecher? Die Bastarde wollen mir ja nun überhaupt nicht gefallen. Die sind ja noch schlimmer als Spinnen und Lost Soul zusammen. Oh nee. Der kommt halt. Wie viel noch? Das will ja hier gar kein Ende mehr nehmen, ne? Was ist hier? Eine Pest hier. Haben wir sie jetzt endlich alle? Oh shit. Dass hier ein Kampf stattfand, ja, das hat man doch definitiv gesehen. Die werden wir jetzt häufiger begegnen, oder wie ist das? Bitte nicht. Die gefallen mir nicht. Ich finde die doof. Aber wenigstens sterben sie recht schnell. Aber naja, gut, mit der Shane Gun stirbt alles recht schnell. Außer Revenants. Ja. Das war ja nur ein Imp. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Da ist nochmal Krankenhaus. Aber du bist nicht blutig, wie geht das denn an? Naja, gut, der eine war jetzt ein bisschen Verschwendung. Aber was soll's. So. Ja. Da ist nochmal so ein Wollpullover. So. Ich würde ja am liebsten das ganze Regal umkippen, ne? Hätte ich auch nicht, hätte ich auch kein Problem mit. Was steht da drauf? Confined Walkway. Wir wollen uns mal überzeugen, was das bedeutet, ne? Wow. Oh, wieso bewegst du dich denn nicht? So nicht. Das muss wieder. Ja, fall mal die Treppe runter. So ist richtig. Okay, speichern wir das Ganze und dann haben wir noch so ein doofes Regal. Wow! Und irgendwie. Bin ich so doof. Nicht, dass ich die Viecher erstmal dann tot kriege, wenn ich weiß, dass sie kommen. Aber es ist wahrscheinlich so. Na gut. Nehmen wir das mal so hin. Ach du schon wieder. Dachte, was kommt hier so? Mann, stirb doch, du verdammter Gorilla, du. Wie steht denn der auf Motorsäge, habe ich mir gerade mal überlegt. Der kommt da so schön durch die Tür gestratzt. Wumm, schmeißen wir die Motorsäge an.
Na also. Ich sag ja, die Motorsäge, die Allround-Waffe für alles. Ja. Wenn's nicht klappt, Motorsäge raus. Dann klappt es auch. Ich muss mal zu meinem örtlichen Krankenhaus. Aber ich nehme nur eine Ladung, diesmal mit, sonst ist es wirklich Verschwendung. Vor allem, ich nehme mal 10, ne? Und die anderen können da krumme Zahlen rausnehmen. Naja. Sieht man ja eindeutig, sonst würden dann ja nur runde Zahlen rauskommen. Aber es gibt hier auch Krankenhäuser mit 75 oder 52 oder was ich da alles schon gesehen habe. Aber mein Typ nimmt natürlich... Oh, ne, ne, ne. Nicht ihr schon wieder. Da muss die Sharingan raus. Muss da wirklich die Sharingan raus oder tut's auch die Waffe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich nehme dann ganz gerne die Waffe für, weil ich mag die Viecher nicht. Die sind mir unsympathisch. Ich höre noch mehr von dem Gesorgs. Nee, Chainger muss da nicht direkt raus. Das schafft auch die Shotgun. Dann wird das auch das Maschinengewehr schaffen. Naja, was soll der Geiz? Wir haben wieder... ein bisschen Chainger-Ammo gekriegt, aber wir müssen damit geizig sein, weil... wir wissen ja, wie wenig Munition für das Ding kommt, nicht? Ja. Warning. Danger level orange. Unsafe toxicity level detected. Oh, ganz viel Neger. Was sind das für Geräusche jetzt? Das hört sich unschön an. Was sind das für Geräusche? Das habe ich noch nie gehört, das Geräusch. Was ist das? Was ist das? Scheiße. Also das Geräusch ist mir jetzt ganz neu. Holy shit, ich ahne was. Es ist bestimmt ein Hell Knight bei dem Krach. Makubus! Scheiße. Nein. Sterben tun die nicht, glaube ich, ne? Also irgendwie. Aber sie schießen anders. Also bei Doom 2 haben sie immer so eine haben sie beide Kanonen auf einmal geschossen. Hier schießen sie abwechselnd. Ich hab ne Idee. Ich will euch nicht. Ach. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Das darf doch nicht. Aber die halten verdammt viel aus. Na gut, jetzt sind sie... oh. Ich dachte, sie wären down. Da ist noch ein dritter. Puh, das ist jetzt nicht schön hier. Gut.
das bedeutet feuern. Feuern, was das Zeug hält und zwar nicht nur so schön speichern. Fuck. Speichern. Geht doch. Funktioniert doch. So, und jetzt den dritten noch. Ach, jetzt schieße ich auf die Leiche, ich Idiot. Dann müssen wir hier. Hoi, 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 hoi. Also die sind hier bei weitem übler als in Doom 2, finde ich. Also das. Noch mehr. Wow. Ach, das seid ihr nur. Das geht ja. Dann nehmen wir mal ein Maschinengewehr raus. Ja. Ich dachte, es geht, ja. Das war ein Irrtum. Die haben aber auch eine Speedtrau. So, nun habe ich Schnauze voll. Ich will jetzt endlich meine Ruhe haben. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Was ist denn das für ein Raum? Meine Güte. Hab ich's denn jetzt endlich geschafft? Wow. Hier war ich echt ein ungebetener Gast. Meine Güte. Aber ich sehe, hier liegt auch ordentlich Hilfe rum. Aber ihr Fettsäcke habt. Habt mir ganz schön Money gekostet, wollte ich sagen, aber irgendwie höre ich hier immer noch Viecher. Oh Mann. Ja, die lassen sich auch nicht so leicht wegboxen. Ah. Damit wir auch was zum Grillen heute Abend haben, ne? Ja, wieso? Morgen hat doch mein Freund Geburtstag, ne? Dann komme ich ihn besuchen. Dann brauche ich doch Grillfleisch, ne? Hier, komm, ne? Ja. Dann haben wir jetzt ja genügend da. Aber wir waren auch noch mehr Helfer irgendwo. Bei hier hätte man sich doch wunderbar verstecken können, ne? Egal. Die Plasma war schon vernünftig hier. Ja, ach ja, man beachte natürlich wieder meinen Pullover, ne? Ne? Also der. Der war definitiv wieder sehr hilfreich für uns. Der hat uns gut gewärmt und so, ne? Das hat uns wirklich. Ne, da wollte ich noch nicht hoch. Wollte ich nochmal alles absuchen, aber ich glaube, jetzt habe ich alles. Was passiert, wenn ich da reinspringe? Da ist nichts drin. Also kann ich mir da schenken, da reinzuspringen. Und ich möchte jetzt speichern. Und nach dieser aufregenden Phase habe ich mir gedacht, das ist ein guter Punkt, um das Video zu beenden. Zumal die Zeit jetzt eh rum ist. Ja, und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part in Level 13 wieder, also in Part 3. Bis gleich.